Hallo und willkommen zur nächsten Aufnahme von The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Zur zweiten, um genauer zu sein. Letzte Folge sind wir stehen geblieben, wo wir uns das Schwert geholt haben. Ich hoffe, es rauscht wieder nicht so extrem. Meine Katze sitzt gerade die ganze Zeit unten, also ich habe Angst, dass ich sie wieder rauslassen muss, obwohl sie mich gerade die ganze Zeit angeschrien hat, dass ich sie reinlassen soll. Und jetzt folgendes, ich hoffe, man hört das mit den Controllern. Also hier, ich weiß nicht, hört man aber schütteln oder so. Ich habe die Joy-Cons jetzt vor meinem Mikrofon, also oberhalb des Tisches. Ich hatte die vorher unten, weil ich das jetzt halt mit dem Ding so brauche, ne? Mit dem Schwert. Ich muss hier ja jetzt dauernd den Joy-Con halten und den muss ich schütteln. Und das werdet ihr jetzt die ganze Zeit hören wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, warte, ich mache mal kurz den Selbsttest, wenn ich mal deine Kopfhörer runternehme, warte. Ja, okay, nee, sollte doch gehen, oder? Sollte schon gehen. Vielleicht hört er Windhauche oder so. Sonst entschuldige ich mich, dass das diese Folge so ist. Dann werde ich da nächste Folge was anderes vornehmen. Okay, meine Katze liegt jetzt mal da auf dem Stuhl. Und jetzt holen wir uns unseren Vogel. So. Vogel! 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 So. Spiel wird gespeichert. Höhle hinter dem Wasserfall. Guck mal da. Early Game Gegner. So, okay. Early Game Gegner sind down. Spiel durchgespielt. Schütteln. So. Ja, kommt mich nicht hier. Zack. Okay, warte mal. Ich muss hier. Warte. Ich muss hier doch, glaube ich. Ich habe noch nie diese Joy-Con-Schlaufen um mich rumgezogen. Aber die nerven gerade übelst Ich habe die gerade komplett falsch rum, weil ich ein Idiot bin. So warte. So, zack. Und ja, so werde ich sicher definitiv nicht spielen können. Das mache ich gut so. Kein Ding. Let's play. So. Muss ich die echt um mich rum tun, weil sonst fliegen mir die hier um die Gegend. Und Nintendo will ja natürlich nicht, dass ich irgendwie einem kleinen Kind ein Auge ausstechen könnte, weil ich meinen Joy-Con-Controller versehentlich falsch bewegt hätte. So, und weggeworfen hätte. Guck mal da, da ist eine Kiste, die will ich haben. So, zack und zack. So. Ach ja, das wird nervig werden mit den Joy-Con, mit der Joy-Con-Steuerung. Also, ich hab ganz vergessen, wie nervig das damals war mit dem Wii-Controller. Aber dort hier ist ja nochmal ein ganz anderes Level. So, und jetzt gehen wir hier hoch. Und da gibt's ja eine Kiste. Einen roten Rubin. Aber jetzt muss ich mal... wie war das jetzt nochmal so, ne? War das jetzt die Kiste? Nee, oder? Nee. Die Kiste war ja da hinten. Okay, da komm ich anders hin. Muss ich kurz gucken, wie wir da hinkommen. Weil ich will ja die Kiste natürlich unter keinen Umständen will ich die verpassen. So. Hopp. Eigentlich alles, was ich immer mache, wird diese Attacke sein, diese Schrägattacke. Weil das die einfachste Methode ist, den Controller zu schütteln. Und hier. Genau. Hier können wir. Nee. Doch, der jetzt ernsthaft, gell? Hä? Hier geht's raus. Nee, jetzt warte mal. Die Kiste hol ich mir. Die Kiste hol ich mir. Wenn ich nur wüsste, wo. So. Hier. So, zack. Und dann haben wir die Kiste auch. Und haben schon 115 Rubine. Wir sind reich, Leute. Wir sind reich.
Wir können uns die Welt kaufen. Die Welt steht uns offen. Lada-di-lada-da. Und hier, guck mal, was da ist. Eine Speicherstatue, die total unnötig ist. Ja, ich möchte speichern. Zack. So. Link! Da bist du ja, Link. Ich habe gehört, dass du auf dem Weg zum Wasserfall bist und dich von der Luft aus gesucht. Und, hast du deinen Wolkenvogel gefunden? Bart und seine Kumpels sollen sich oft dort hinten herumtreiben. Gehen wir. Wer ruft da? Oh, tut mir leid. Wir haben jetzt mal aus. Vielleicht geht's jetzt mal ohne. So. Oh, tut mir leid. Ich war kurz abgelenkt. Gehen wir. Du warst abgelenkt. Das ist ja kein Problem, Zelda. Ja, das ist, glaube ich, das einzige Zelda-Game, in dem Zelda keine Prinzessin ist. Denn das ist ja der Anfang von allen Zelda-Teilen. Und es ist auch der schlimmste und schrecklichste. Da ist er ja! Dein Wolkenvogel! Ja, was machen wir jetzt? Ja, blöd, Zelda. Ja, da werden wir uns... Tschüss! Nee, Spaß beiseite. So, die holen wir raus hier. Ja, genau, hier. Holen wir raus hier. Raus hier. Ach so, das war ja. Hüpp. 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 Genau. Hey, tolle Rätsel. So. Los, Link, beeil dich, sonst verpassen wir noch die Vogelreiterzeremonie. Ruf deinen Vogel. Hey, Link, diese Stimme. Hast du das gehört? Wahrscheinlich schizophren ein bisschen, hm? In letzter Zeit habe ich das oft. Ich habe das Gefühl, als rufe mich irgendjemand. Link, hast du jemals darüber nachgedacht, was sich wohl unter der Wolkendecke verbirgt? Alle sagen, da gäbe es nichts. Aber was heißt das? Da ist nichts. Ich kann daran nicht glauben. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Niemand hat sich je dorthin begeben. Aus irgendeinem Grund bleiben auch die Wolkenvögel stets über den Wolken. Aber eines Tages möchte ich dort hinuntergehen und selbst nachsehen. Tut mir leid, dass ich dir sowas erzähle. Komm schon, lass uns gehen. Sieh doch, auch dein Vogel wartet auf dich. Wenn du gesprungen bist, musst du runterdrücken, Link. Runter, du drückst dann runter. Diesmal wird dein Wolkenvogel kommen. Was soll ich runterdrücken? Ja! Wolkenvogel, komm zu mir! Bam, bam, badum, bam, badum, bam, badum. Nach der ganzen Aufregung sollten wir noch einmal alles durchgehen. Fühlst du dich bereit zu fliegen, Link? Du kannst deinen Wolkenvogel frei bewegen. Beachte jedoch, dass er langsamer wird, wenn du ihn nach oben lenkst. Nee, so. Falls du schneller fliegen möchtest, musst du ihn dennoch nach oben steuern, um höher zu gewinnen. Nur um danach in den Sturzflug überzugehen. Bestätigt an Höhe gewinnen und dann in den Sturzflug gehen. Das ist die Grundlage für schnelles Fliegen. Wo ist jetzt meine Katze schon wieder? Die will ja schon wieder raus.
Und ist mit deinem Wolkenvogel alles in Ordnung? Okay. Ja, ist alles in Ordnung. Lenken? Ja. Steigen. So. Das Spiel will, dass man von unten nach oben weht. Ich wehe immer von oben nach unten. Geht auch besser. Werde ich auch so beibehalten. Naja. Wenn du auf deinen Wolkenvogel reitest, drücke jederzeit, um die Steuerung anzeigen zu lassen. Außerdem kannst du angreifen, wo du auch kurze Beschleunigung langsamer werden kannst. Du natürlich auch. Probiere alles einfach mal aus. Angreifen. Hup. Verlangsam. Angreifen. Verlangsam. Weiß nicht, wenn ich so in den Sturzflug gehe. Ja, genau, dann lädt sich das alles wieder auf. Ja, der erste Link ist halt noch dicht geritten. Der hat den Vogel. Link, ich hatte schon das Schlimmste befürchtet, aber dein Wolkenvogel scheint in Ordnung zu sein. Vater und die anderen warten sicher schon. Beeilen wir uns. Ach, jetzt ist meine Katze wieder da. Dein Wolkenvogel ist einfach unglaublich und das nach all dem, was er heute schon durchmachen musste. Ich werde nun meinem Vater berichten. Hi, Link. Ach, du hast dein Federvieh gefunden. Und wir haben hier seit dem Morgen geübt. Warum kriegt ein Nichtskönner wie du eigentlich immer eine Extrawurst? Hä? Und jetzt tauchst du hier auch noch mit Zelda auf. Allein traust du dich wohl nicht, was? Nur Zelda allein. Ich finde schon seit unserer Kindheit, gute Freunde. Da bist du dir mächtig was drauf ein, stimmt's? Das ist es doch, oder? Ah, du redest die ganze Zeit davon, dass er Zelda heiraten wird und sie dann für immer zusammen sind. Der Sieger der Zeremonie, und das werde natürlich ich sein, erhält von der Vertreterin der Göttin, also Zelda, den Paraschal. Und niemals werde ich zulassen, dass jemand anderes mit diesem Geschenk, mir dieses Geschenk wegschnappt. Es ist von ihr selbst gemacht. Den Paraschal, den ich selbst, den sie selbst getragen hat, in meiner Hand. Er riecht bestimmt toll. Ach. Und dann noch die Zeremonie für den Sieger auf der Statue der Göttin. Nur wir beide. Ungestört. Zelda und ich ganz allein da oben. Bardo, hinter dir. Hinter dir. Was ist denn? Stört mich nicht. Wir beide wie ganz allein, ja? Ja. Ja, also, Link, gut, dass du deinen Vogel gefunden hast. Das wird ein guter, ehrlicher Wettkampf. Bis dann, Zelda, und bei der Zeremonie immer schön auf mich schauen, ja? Ich bin der, der fliegen kann. Hey, Bardo, warte auf uns! Jetzt will aber meine Katze raus. Nee, auch nicht. Hey, wo ist sie denn dauernd? Hä, die versteckt sich. Ach, da! Gut. Ein guter, ehrlicher Wettkampf. Da hätte ich einiges dazu zu sagen. Link, kümmere dich nicht darum, was sie sagen. Gib heute dein Bestes. Ich glaube an dich. Versprichst du es mir zu gewinnen? Nur wir zwei. Bitte, das hätte ich nicht von dir gedacht, Link. Aber guck mal, sie lacht. Das gefällt dir doch. Die Vogelreiter-Zeremonie beginnt. Die ausgewählten Schüler bitte zum Start. Also dann, Link, bis gleich. YOLO. Denkt immer dran, immer schön YOLO. Sehr gut, beginnen wir also mit der Vogelreiter-Zeremonie. So. Es sah erst so aus, als würde Link nicht teilnehmen können, aber jetzt sind ja alle hier. Ich erkläre nun die Regeln. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen, der eine Vogelfigur trägt. Auf mein Signal sprintet ihr los und springt vom Steg ab. Vergesst mir nach dem Abspringen vor lauter Aufregung bloß nicht runter.
runter zu drücken, um eure Vogel zu rufen. Was ist denn runter? Sieger ist, wer als erster die Vogelfigur in seinem Besitz trägt. Nicht so schwer, oder? Habt ihr die Regeln verstanden? Ja. Gut. Der Sieger rückt in der Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Diese Auszeichnung wurde von der jungen Dame, die als Vertreterin der Göttin auserwählt wurde, persönlich angefertigt. Und zum 25-jährigen Jubiläum unserer Schule wird die Übergabe dieser Auszeichnung auf der Statue der Göttin stattfinden. Genau, das ist nämlich ein bisschen ein Gag, denn 25-jähriges Jubiläum, das Spiel ist ja auch zum 25-jährigen Jubiläum von Zelda rausgekommen. Ja. Die Vertreterin der Göttin, die ihren... Wäre jetzt irgendwie lustig gewesen, wenn sie es jetzt das 35-jährige Jubiläum genannt hätten. Die Vertreterin der Göttin, die in ihrem selbst angefertigten Preis dieses Jahr persönlich überreichen wird, ist, wie ihr wisst, Link. Zeigt, was ihr bei euren täglichen Übungen gelernt habt. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder andere Teilnehmer angreift. Das gilt besonders für dich, Bardo. Alle auf ihre Plätze. Los! Oh, ups. Ich wollte da jetzt... Sei vorsichtig, zum Glück sind wir Ritter stets wachsam. Hey. Ich wollte jetzt... So, jetzt aber... Ich wollte da jetzt irgendwie so total lustig dumm ganz langsam runter, aber hat irgendwie nicht so geklappt. So, also... Ja, die anderen sind natürlich wie NPCs, ne? Die schaffen wieder gar nichts. Die werden den Vogel auch niemals erreichen können. Fangen! Eben, aber so all das, das ist mein Triumph, nicht deiner. Du wagst es, dich mit Bardo anzulegen, nimm das, Kleiner. Schmeißen die mit Eiern? Sind das nicht die Babys der Vögel? Na komm! Fang! Du hast die Vogelfigur erhalten. Diese Figur weist dich als Sieger des heutigen zeremoniellen Wettfluges aus. Zelda wird sich freuen. Link! Sei nicht so ängstlich. Herzlichen Glückwunsch, Link. Die Zeremonie geht weiter. Auf zur Statue der Göttin. Link, du musst nur die Vogelfigur der Göttin darbringen. Große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt, an deiner Stelle führe ich diese Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Siegreicher Jüngling, nach alter Sitte schenkt dir die Göttin ihren Segen, auf dass die Winde dir und deinen Wolkenvogel stets gewogen sein mögen. Der Segen der Göttin, ein weißes Segel tanzend im Wind für dich. Da
wirst den Parashal erhalten. Mit ihm kannst du auch ganz sicher landen, wenn du von einem hohen, wenn du von hohen Orten hinabspringst. Er riecht vertraut. Was soll das denn? Dies ist eine heilige Zeremonie. Dieser Parashal, man sagt, dass die Göttin ihn seit Urzeiten den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Aber natürlich kommt dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Gewinner gewebt. Ich bin also so eine Betrügerin. Ich bin so froh, dass du ihn bekommst. Pass auf ihn auf, ja? Danke, Link. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. So, das war es also. Du weißt, was du jetzt tun musst. Oder etwa nicht? Verbangst, ja klar, keine Ahnung. Ja, das ist Nintendo, die immer mit den Spielern spielen. Keine Ahnung, ich habe Angst. Tut mir leid, aber ich glaube, jetzt bist du gefragt. Von hier aus springst du runter. Habe ich mir jetzt nicht erwartet. Siehst du das runde Bodenrelief vor der Statue der Göttin? Das runde Bodenrelief vor der Statue der Göttin, lande dort, um die Zeremonie zu vollenden. Wenn du abgesprungen bist, musst du kurz vor der Landung ZR drücken, um den Parashal zu öffnen. Ja, guckt euch das an. Mit den anderen Controllern wäre ich da volle Kanne auf die Fresse geflogen. Öffne den Parashal erst im letzten Moment, um deinen Heldenmut unter Beweis zu stellen. Also dann, bist du bereit? Es wäre lustig gewesen, wenn ich das jetzt nicht vorher rausgefunden hätte, dass die ZR-Taste kaputt ist. Dann hätte ich nämlich das Problem gehabt, dass ich da echt volle Kanne aufs Maul geflogen wäre. Ah, und sie darf fliegen, natürlich, klar. Das hast du toll gemacht, Link. Sag mal, Link, jetzt hast du schon gewonnen. Das Wetter ist schön, auch der Wind bläst nicht zu stark. Also, wie wäre es mit einem kleinen Ausritt über den Wolken? Link, hör mal, Link. Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Und dass wir jetzt zu zweit hier unterwegs sind. Was für ein schöner Tag. Weißt du was, Link? Du und ich, wir... was? Was ist das? Link! Und der Vogel mit rein. Link. Ich warte auf dich. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Deine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. Link. Endlich bist du aufgewacht. Oh. Als dein Wolkenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht.
Es sieht aber so aus, als hättet ihr keine großen Verletzungen davongetragen. Link, was ist mit Zelda geschehen? Wart ihr zusammen unterwegs? Was ist mit meiner Tochter? Die Cutscene, wie Link einfach redet, so richtig... ein schwarzer Wirbelwind, das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Sturm. Du darfst dich doch nicht zu sehr anstrengen. Hör mal, Link. Als ihr da draußen wart, war meine Tochter da irgendwie anders als sonst. Wie klingt hier dauert Rede in der Cutscene? Vom Erdland hat sie also gesprochen. Und du hast immer wieder den gleichen Traum von einem großen Schicksal geträumt. Interessant. Oh, entschuldige. Ich habe mich gerade etwas in Gedanken verloren. Mit Zelda hat das alles nichts zu tun. Aber da ihr Wolkenvogel bei ihr war, wird es ihr wohl gut gehen. Wie dem auch sei. Die Nacht ist finster und bei diesem Licht werden wir nichts finden. Hör mir zu, Link. Mach dir keine Sorgen. Zelda geht es gut. Davon bin ich überzeugt. Und mein Schritt quietscht. Ja, eine Sache hat Zelda von Breath of the Wild und Zelda von Skyward Sword gemeinsam. Beide fahren total obvious auf Link ab. Na. Komm her. Du creepy Ding. Wer bist denn du? Bleib doch mal stehen. Das kann so nicht sein. Wer sperrt hier eigentlich zu? Und warum? Aus welchem Grund? Nee, in der Nacht darfst du nicht an den schönen Ort. Stimmt, die Dinger zucken in der Nacht aus. Und... Nee, warte mal. Hup. Schwanky Rubine. Hup. Und da ist es ja ein Trickster. Ja. Splittet sich ja. Nicht mal cheaten. Ach, das muss ich mit dem Zeitlimit schaffen. Ja, dann warte mal. So. So. Bado du. Du du di du du. Ah. Riskant. Aber. So. Und was haben wir denn hier? Du hast Glibber erhalten. Nicht besonders hübsch, aber für eine Vielzahl von Dingen verwendbar. Genau, und das soll ja jetzt endlich so sein, dass diese nervigen Texte nicht jedes Mal neu angezeigt werden, wenn man das Spiel neu startet. Ich hoffe, das ist true. Denn das hat mich damals schon abgefuckt und das haben sie ja bei Wind Waker schon gefixt. Ich verstehe aber nicht, warum sie den gleichen Mist jedes Mal bei Zelda-Teilen einbauen. Und sie es erst in der HD-Version fixen.
Und somit würde ich aber sagen, was uns da drinnen erwartet... Geh weg, du Vieh. So. Was uns da... Ach, ein Rubin. Geld, Money. Du hast einen grünen Rubin erhalten. Er ist ein Rubin wert. Sammle so viele davon, wie du nur kannst. Damit würde ich aber sagen, was uns da drinnen erwartet, das bleibt herauszufinden in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wir sehen uns dann wieder. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Ciao.